Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute wieder mit den Breaking News aus Thailand mit Karl aus Suwan Garden. Heute möchten wir euch einige News aus Thailand vorstellen. Wir fangen an mit dem Wetter. Das Wetter hier in Thailand ist im Moment in der Nacht extrem kalt. Wir haben also eine extreme Kaltfront. Im Nordosten Thailand ist es ganz extrem. Da haben wir Temperaturen in der Nacht manchmal bis zu 4 Grad an manchen Orten. Und das ist schon extrem dieses Jahr. Okay, machen wir mal weiter mit den neuesten Corona-Zahlen. Heute haben wir den traurigen Jahrestag, an dem der erste Corona-Fall in Thailand gemeldet wurde. Am 13. Januar 2020 war der erste Corona-Fall amtlich gemeldet worden. Bis jetzt gab es 10.991 gemeldete Fälle in Thailand. Zudem gab es 6.943 genesene Fälle sowie 67 Todesfälle, die aktuell gemeldet wurden. Eine ganz wichtige Nachricht, wie ich denke, ist die neueste Meldung, dass die Association of Thai Travel Agents die Regierung ersucht hat, gegen Covid-19 geimpfte Ausländer ab dem dritten Quartal dieses Jahres nach Thailand ohne Quarantäne einreisen zu lassen. Ich denke, das ist eine sehr erfreuliche Nachricht und für die, welche sich eben für Covid-19 impfen lassen möchten, ist das ein großer Erfolg, ne, wenn das so funktioniert. Aber dazu kann ich noch nichts bestätigen, das ist nur eine Anfrage von dieser Association und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde euch natürlich da jeden Mittwoch wieder auf dem Laufenden halten. Auch ist es eine neueste Änderung hier mit den Tests für die Führerscheinprüfung. Der Inhaber einer Lizenz, die vor mehr als einem Jahr abgelaufen ist, jedoch 3 Jahre bis zum Datum zwischen dem 4. Januar und dem 31. März 2021 nicht überschritten hat, muss diesen Test nicht machen. Er ist also nicht erforderlich für sie. Die müssen jedoch eine körperliche Untersuchung hinter sich ergehen lassen und eine Schulung im Klassenzimmer bestehen. So, dann geht es weiter mit den Inhabern eines Führerscheins, der seit dem 4. Januar bis 31. März 2021 länger als 3 Jahre abgelaufen ist. Für den muss keine Fahrprüfung abgelegt werden. Sie müssen jedoch ist auch hier eine körperliche Untersuchung vonnöten. Die muss also gemacht werden. Aber ein Zertifikat eines zugelassenen Arztes wird also auch angenommen. Für die Führerscheine, die bis zum 31. März abgelaufen sind, wurde aber der Royal Thai Police mitgeteilt, dass diese Inhaber der abgelaufenen Lizenzen diese weiterhin zur Identifizierung verwenden können, wenn diese bis zum 31. März von der Polizei verlangt werden. Es ist immer noch erforderlich, eine schriftliche Genehmigung einzuholen, wenn man eine Reise über die genannten Provinzen Trat, Chonburi, Chandaburi, Samut Sakhon und Rayong machen möchte. Das Benutzen der Tracking-App ist nicht obligatorisch, also nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben, es ist nur eine Empfehlung. So, liebe Zuschauer, das war's heute wieder mit den Breaking News aus Chandaburi. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und weitere Informationen kommen wieder nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen und Sie geben uns einen Daumen und vielleicht abonnieren Sie auch noch unseren Kanal. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag.